for the mainstream, this might seem like something that have never happened, but it's such a wide culture. If you take the black community or the Asian community, it's been forever. Ob auf Laufstegen, bei Awardshows oder in Musikvideos. Sie sind überall dabei. Ich trage immer lange Nägel, ich trage immer Nageldesign. Ohne Nägel kann ich gar nicht mehr, dann fühle ich mich nicht komplett. Ich bin Carmela Inge-Vollbert, ich bin Nageldesignerin. Mit einer starken Vorliebe für ausgefallene Details und null Angst vor Kitsch und Übertreibung. Ich finde das ist irgendwie total interessant, wenn man Nägel hat oder Nägelverlängerung hat, dass man irgendwie dann sich ganz anders verhält, seine Hände anders benutzt, auch anders redet und irgendwie bekomme ich auf jeden Fall ein anderes Körpergefühl dadurch. Carmelas wandelbare Ästhetik hat eine große Fangemeinde. Ob Stricknägel, Glitzer-Extensions für Musikerinnen und Musiker oder elegante Kreationen für Modeshootings. Ich interessiere mich für alle Arten von Strukturen und von Texturen, alles was 3D ist und auch alles, was vielleicht nicht klassischerweise als Nageldesign-Zubehör verkauft wird. Die Kreationen der 26-Jährigen entstehen zu Hause in Berlin. Das ist Präzisionsarbeit. Das nennt sich ein Cat-Eye-Gel und es ist magnetisch. Also es hat magnetische Pigmente drin und deswegen kann man die mit so diesen kleinen Magneten dann so in eine Richtung bringen und dann hat man so ein Muster. Vergleichsweise banal, das Anbringen. So. Lange Nägel können empowern und eine machtvolle Aura verleihen. Deswegen setzen viele Rapperinnen und Sängerinnen darauf. Etwa Cardi B, Rosalia oder Shy Girl. Es gab schon seit den 70er, 80er Jahren Leute, die irgendwie so eine Nail-Community hatten und wo es auch viele prominente Leute gab, die Nail-Art getragen haben. Zum Beispiel Flo-Jo, eine schwarze Läuferin, und die war dafür bekannt, dass sie extrem lange Acrylnägel hatte. Florence Griffith Joyner stellte Sprintrekorde auf, die bis heute ungebrochen sind. Häufig wurden auch ihre Nägel eher ins Lächerliche gezogen oder halt auch bezweifelt, dass sie die Leistung erbringen könnte mit diesen Nägeln. Also ich glaube, dass Nageldesign eine ganz lange Geschichte von klassistischen, rassistischen und sexistischen Stereotypen hat und dass auch auf Grundlage dieser eben lange Nägel als irgendwie tussig oder als irgendwie Symbol für man tut nichts und für irgendwie auch so lower class irgendwie gesehen wird. Diese Stereotype werden heute auf den Kopf gestellt. Immer mehr DesignerInnen wie Sophie Parkinson, Aichi Matsunaga und Juan Alvear treiben die Nagelkunst auf die Spitze. Oder die Schwedin Lisa Mord. Auch sie erschafft eher Skulpturen als Schmuck. Ein bisschen Grufti, ein bisschen Sumpf, ein bisschen Industrial. Das beschreibt mich und meine Arbeit ganz gut. Ihre Nageldesigns sind düster, fast schon bedrohlich. Avantgardistischer Punk. Das kommt nicht von ungefähr. I was a massive
Ich war voll Punk. Oder ich dachte, ich wär's. Ich meine, ich war 12 und wusste nicht, was Eyeliner ist. Meine Nägel habe ich schwarz lackiert. Aber ich wusste nicht, dass man sie verlängern oder darauf etwas aufkleben kann. Make them longer or build something on them or use stickers and such. Und all das tut sie jetzt. Ihre Nägel sind super gefragt. Von Drag Queens, der Hyperpop-Szene und der Vogue gleichermaßen. I come up with something. Meist entstehen meine Ideen zufällig. Zum Beispiel hier. Mir ist ein Glas runtergefallen und ich dachte, cool, damit lässt sich was anfangen. Also das hier sind Scherben. Für diese abstruse Ästhetik benutze ich ein sehr einfaches Werkzeug, mein Feuerzeug. Der Rest bleibt geheim. Für mich ist es alles kein kurzfristiger Trend sein, wo man sich dann wieder in ein paar Jahren drüber lustig macht, sondern ich finde, einem sollte irgendwie bewusst sein, dass dahinter auch eine lange Geschichte steckt und auch, dass auch einfach ein Handwerk ist. Und auch Kunst. To be honest, these are ehrlich gesagt schränken solche Nägel einen ganz schön ein. Man kann damit nicht viel machen. Aber das Gefühl, sich damit ausdrücken zu können, ohne sich erklären zu müssen, finde ich richtig cool. Meine Nägel sollen eine Geschichte erzählen.